Die elektronischen Geräte führen uns wieder zurück zu meinem Testkauf. Marteza Bahrami hat alle drei Geräte mittlerweile auseinandergenommen und ist selbst erstaunt. Ich sehe hier im Vergleich mit der anderen überhaupt keinen Unterschied. Kein Unterschied? Überhaupt nicht. Das sehe ich ja als Blinder, dass das baugleich ist. Ja. Ich meine, die Platine, wenn ich mir die anschaue, ne, die ganzen Mikrolötpunkte, sind alle ident. Auffällig, bei zwei der drei Prozessoren sind die Seriennummern weggekratzt. Üblicherweise passiert es bei so Billigprodukten aus Fernost deshalb, dass man es nicht reparieren kann, weil wenn die Nummer fehlt, findet es das ja schwer im Netz. Gar nicht. Und damit lassen sich keine Ersatzteile bestellen. Für Sepp Eisenregler ist auf jeden Fall klar, die Bauteile der einzelnen Geräte sind die gleichen. Egal ob 50, 70 oder 180 Euro. Ich glaube sogar, dass das auf derselben Anlage hergestellt worden ist. Das heißt, Sie vermuten, dass das derselbe Hersteller ist? Eine absolute Garantie gibt es nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass das zu 99,9%iger Sicherheit vom selben Hersteller gefertigt wurde. Inwiefern ist hier der Preisunterschied dann gerechtfertigt? Na, der Preisunterschied ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Wenn der billigste Preis bei 49 Euro liegt, ja, dann müssen die anderen gleich viel kosten. Hinzu kommt noch ein ganz anderer Faktor. Es schaut nicht stabil aus. Die haben nicht einmal das gescheit gelotet, alles, alle Bauteile. Ich würde sagen, zwei, dreimal, wenn man verwendet, dann wird es schwächer, schwächer nach zwei, drei Monaten, dann geht es kaputt.